Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is Your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite carlajohannaschäfer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Schön, dass du wieder dabei bist für die Folge dieser Woche. Ich sehe und mir wird berichtet, dass die Meditationen gerne gehört werden, aber dass sie sich natürlich mit der Zeit auch erschöpfen und ich merke, es braucht neuen Entspannungsstoff. Deswegen habe ich nochmal eine Meditation vorbereitet, um abends den Tag, den Stress besser hinter dir lassen zu können, um wieder bei dir einzuchecken und um anschließend vielleicht ein bisschen empfänglicher für den Feierabend zu werden. Also eine Meditation, um durchzuatmen, um abschalten zu können. Ich wünsche dir einen schönen Abend und viel Entspannung mit dieser Anleitung. Finde eine bequeme Position. Vielleicht auf dem Sofa, vielleicht im Bett, vielleicht in einem bequemen Sessel. Mach es dir gemütlich, deck dich vielleicht ein bisschen zu. Und dann lass deine Arme neben dir liegen oder leg sie dir auf deinen Bauch, so wie es sich am natürlichsten für dich anfühlt. Richte dich gut ein und vielleicht veränderst du die Position noch ein kleines bisschen, sodass es so bequem wie möglich für dich ist. Ja, und wenn du bereit bist, schließ deine Augen und erlaube dir, ganz schwer zu werden. Komm zur Ruhe. Erlaube dir jetzt, nichts tun zu müssen. Spürst deinen Körper, deine Präsenz. Genieße das Gefühl der Lebendigkeit. Nimm die Unterlage ganz bewusst wahr, auf der du liegst. Oder sitzt. Kannst du dich noch ein bisschen mehr in sie hineinsinken lassen? Und den Körper weich werden lassen? Gib das Gewicht deines Körpers an das Sofa oder die Matratze, an den Boden ab. Und lass speziell mal deinen Bauch schön weich werden. Nichts muss jetzt gehalten werden. Komme richtig bei dir an. Du atmest ein und schön langsam wieder aus.
Einatmen. Ausatmen. Und ankommen im Moment. Trau dich ruhig, laut auszuatmen, mit Geräusch, vielleicht einmal auszuseufzen. Der Tag ist geschafft. Und auch wenn in deinen Gedanken noch dieses oder jenes zu tun wäre, winke es jetzt einfach durch, lass den Gedanken weiterziehen. Und dann richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Atme ein und wieder aus durch deine Nase. Nimm einen richtig tiefen Atemzug, tiefer als jeden Atemzug, den du heute geatmet hast. Und während du den Atem jetzt immer langsamer werden lässt, fühl, wie sich beim Einatmen deine Lungenflügel füllen, wie sich deine Rippen ausdehnen. Und beim Ausatmen lässt du den Atem wieder gehen, langsam und weich. Nimm wahr, wie sich bei diesen tiefen Atemzügen die Luft anfühlt, die du durch die Nase einatmest und wieder ausatmest. Schöne, langsame, tiefe Atemzüge nimmst du. Dann richte deine Aufmerksamkeit in deinen Körper hinein. Nimm wahr, wie sich dein Körper heute Abend anfühlt. Vielleicht nimmst du ein Kribbeln, ein Pulsieren wahr. Vielleicht nimmst du leichtere Stellen oder schwerere Stellen im Körper wahr. Warme Stellen oder kühle Bereiche. Weichere und festere Bereiche. Nimm wahr, wie sich die Luft anfühlt, die du durch deine Nase einatmest und wieder ausatmest. Stell dir vor, dass du in deinen Bauch hineinatmest und fühl, wie sich dein Bauch dabei entspannen darf. Mit jeder Ausatmung darf auch der Bauch weicher werden. Darf loslassen. Du spürst, wie sich dein Bauch beim Einatmen etwas nach oben wölben kann. Und beim Ausatmen lässt du die Luft langsam und weich wieder gehen. Bleibe ein paar Atemzüge dabei. Einatmen, dein Bauch wölbt sich leicht. Ausatmen, langsam und weich lässt du die Luft wieder gehen.
Bei der nächsten Einatmung hältst du den Atem oben an, so lange, wie es sich für dich angenehm anfühlt. Du atmest tief ein und hältst oben an. Noch ein kleines bisschen. Und dann lass die Ausatmung lang und weich werden. So als würdest du mit deinem Atem eine lange Spur ziehen. Und noch einmal einatmen, oben halten. Und dann langsam ausatmen und mit dem Atem eine lange Spur ziehen. Mach das noch ein paar Mal in deinem Tempo. Einatmen, oben halten und dann ziehst du deine lange Spur mit deinem Atem. Fühl, wie du ruhiger wirst und wie sich eine Friedlichkeit in dir ausbreitet. Du musst jetzt nichts tun, nichts regeln, keine Antworten finden auf Herausforderungen. Alles, was du jetzt tun darfst, ist tief ein- und wieder auszuatmen. Und dich schön schwer in die Unterlage absinken zu lassen. Einatmen. Ausatmen. Und ankommen im Moment. Bei dir und mit dir zu sein. Jetzt in diesem Moment und dich dabei wohlzufühlen. Atme ein, halte oben für einen kurzen Moment und nimm die Stille wahr, während du den Atem oben hältst und dann langsam ausatmest. Fühl, wie dein Körper immer mehr loslassen darf. Und immer, wenn Gedanken kommen, bring deine Aufmerksamkeit einfach wieder zurück zu deinem Körper und den Empfindungen in deinem Körper. Fühl deinen Kiefer weich werden. Und sich entspannen. Und spür, wie dein Körper auf diese langsamen Atemzüge reagiert. Einatmen, halten und dann langsam mit deinem Atem eine lange Spur ziehen. Stell dir vor, du kannst in all die Muskeln in deinem Gesicht hineinatmen. Und fühl, wie dein gesamtes Gesicht sich entspannen darf und weich werden darf. Stell dir vor, wie sich all die kleinen Muskeln im Gesicht lösen dürfen. Fühl, wie diese Muskeln fast lächeln. So gelöst fühlen sie sich. Fühl die Muskeln unter deiner Kopfhaut weicher werden.
und stell dir vor, wie du in die Muskeln in deinem Nacken hineinatmest und wie sie sich etwas mehr lösen können. Vielleicht bekommt dein Nacken ein bisschen mehr Länge. Und nimm das Gefühl der Erholung wahr, wenn sich jetzt Nacken und Schultern etwas mehr entspannen können. Beim Ausatmen sinken die Muskeln in den Schultern noch etwas mehr nach unten. Atme ein und beim Ausatmen sinken die Schultern etwas mehr herab. Und dann atme ein paar Mal ganz bewusst in die Stelle am obersten Ende der Wirbelsäule hinein. Dort, wo sich verschiedene Zweige des Nervensystems treffen. Und mit jedem Atemzug darf sich dieser Bereich noch etwas mehr entspannen. Du atmest mit deiner Vorstellung in den Bereich am obersten Ende deiner Wirbelsäule hinein. Und dann wandere herunter zum unteren Teil der Wirbelsäule und schicke dabei eine Welle der Entspannung die Wirbelsäule hinunter. Und mit jeder Ausatmung darf dieser Teil des Körpers noch tiefer in die Unterlage absinken. Atme in deinen Rücken hinein und spür, wie sich beim Ausatmen die Schulterblätter noch mehr entspannen können. Am unteren Teil der Wirbelsäule angekommen, darf nun auch dieser Bereich noch etwas mehr loslassen und sich ausbreiten. Kein Muskel ist mehr angespannt. Genieße dieses Körpergefühl. Komme ganz bei dir an. Ja, und dann rufe dir nun mal einen Moment lang einen Menschen vor Augen, in dessen Gegenwart du dich vollkommen akzeptiert und wohlfühlst. Einen Menschen, der bei dir ist in deinem Leben oder einer, der schon von dir gegangen ist. Einen Menschen, von dem du dich gesehen und geschätzt fühlst. Und fühl dieses schöne Gefühl, einfach so sein zu dürfen, wie du bist. Du fühlst dich in diesem Moment geliebt. Ermutigt bestärkt beschützt unterstützt
und spüre, wie alles in dir noch ein bisschen mehr entspannen darf. Wie deine Brust noch etwas mehr loslassen kann. Und nimm dir Zeit, um die Freundlichkeit in den Augen dieses Menschen zu sehen, der dich jetzt gerade ansieht in deinen Gedanken. Versuche ganz leicht in dieses Gefühl hineinfinden zu können, das in dir entsteht, wenn du an diesen Menschen denkst. Und vielleicht sagt dir dieser Mensch nun einen Satz oder ein Wort, das jetzt gerade wichtig für dich ist, heute Abend. Ein Satz oder ein Wort, das dir heute Abend weiterhilft, Entspannung verschafft, Trost gibt. Welcher Satz ist es? Welches Wort ist es? Welches Wissen ist es? Was möchte dieser Mensch, dass du weißt? Dass dir Kraft gibt. Dass dir Zuversicht gibt heute Abend. Und wiederhole jetzt diesen Satz oder dieses Wort innerlich ein paar Mal für dich. Hör diesen Satz oder dieses Wort oder diesen Ratschlag mit neuen Ohren. Und fühl, wie du von nur gutem Willen umgeben bist. Spür diese Unterstützung. Und spür, wie dein Körper all das Gute aufnehmen kann. Genieße dieses Gefühl, das Bewusstsein, das Wissen, das du gerade erhalten hast. Und dann nimm für ein paar Augenblicke nochmal ganz bewusst deinen Atem wahr. Nimm wahr, wie sich dein Brustkorb langsam hebt und wieder senkt. Und wandere mit deiner Aufmerksamkeit nochmal durch deinen gesamten Körper. Nimm bewusst jeden Bereich für sich wahr. Den Kopf, und den Hals, den Nacken und den Hals. Die Schultern, lass sie noch ein bisschen mehr los. Und die Arme. Lass sie schwer an dir herabsinken. Den Rücken nimmst du wahr. Und die Brust. Genieße noch einmal dieses Gefühl der Friedlichkeit in deinem Brustraum. Nimm den weichen Bauch wahr.
und das Gesäß, das Becken, das sich schön auf deiner Unterlage ausbreiten darf. Und die Beine, die Waden und zuletzt die Füße. Und mach dir deine Lebendigkeit, deine Präsenz, deine Größe nochmal richtig bewusst. Und auch nochmal die Unterstützung der Worte deines lieben Menschen. Ja, und dann komm jetzt wieder mehr in den bewussten Raum zurück. Beginn dich leicht zu bewegen. Berühre dich vielleicht ein bisschen, spür dich. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. Reck dich, streck dich und nimm die Entspannung und das gute Gefühl mit in deinen Abend, das du in der Meditation erfahren hast. Ich freue mich, dich nächste Woche hier im Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Hab eine ganz wunderbare Woche. Wenn dir diese Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich total, wenn du ihn teilst. Vielleicht kennst du jemanden, der profitieren kann und dem er gut tut. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Kollegin, dem oder der du meinen Podcast empfehlen kannst. Damit unterstützt du mich und auch andere, für die diese Nachricht hilfreich ist. Und dafür danke ich dir sehr. Und wenn er dir ganz persönlich gut tut und du intensiver mit mir arbeiten möchtest, dann schau dich doch gerne mal auf meiner Webseite um. Ich habe verschiedene Angebote und ich freue mich, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt.